So, und damit, wie versprochen, wieder eine Runde Chaos Wastes. Mit Bounty Hunter bin ich irgendwie, habe ich irgendwie die Arschkarte gezogen gefühlt. Also Expedition der Entschlossenheit diesmal. Letztes Mal hat es ja natürlich nicht geklappt. Und diesmal wird es wahrscheinlich auch nicht besser klappen. Aber ich hoffe mal auf das Beste. Mir ist es gerade nach der Folge, die ich hier aufgenommen habe, also die letzte Mini-Folge, auch aufgefallen. Das Kit ist eigentlich genial gewesen, was ich hatte. Für den Bounty Hunter. Kopfschüsse und Abkühlzeitverringerung und kritische Treffer. Abkühlzeitverringerung. Also das war es ja quasi, das Abkühlzeitverringerung, das eine. War schon geil, war echt geil, aber das Ende da, die zwei Hookratten nicht, weil ich eine aus und die andere so, nom nom, ich nehme dich mit. War jetzt nicht so geil. Überhaupt nicht geil. Naja, vielleicht wird es aber jetzt besser. Lädt auf jeden Fall mal wieder Ewigkeiten. So, man muss sich nur beschweren, dann geht's los. So, wir haben noch jemanden dazu bekommen. Grüßen wir erstmal. Wir hatten ja auch Ranger dabei gehabt, Ranger Zwerg. Aber letzte Runde hat ja nicht so super toll geklappt. So, ich geh mal hier runter, ohne direkt zu sterben. Wie gut, dass ich meinen Super gerade eingesetzt habe. Achtung, Fass. Okay, so viel dazu. Sorry, war nicht mein Gedanke. Macht der Tempo das Leben oder macht der Bomben? Alter, schon alle tot. Ist ein Spaß, oder? Oh, schnell vom Gas weg. Ja. Heute ist echt kein guter Chaos Waste-Tag. Vielleicht finden wir die. Ich hoffe, wir finden die Chest nicht da hinten. Das wäre echt blöde. Aber hier haben wir irgendeinen random Boon, der wahrscheinlich schlecht ist. Oh ja, wir haben einen nicht so tollen bekommen. Oh, hier hinten kommen wir diesmal gar nicht durch. Okay, das ist auch in Ordnung. Gibt's was zu mitnehmen? So. Ich guck mal, ob der Zwerg die Bombe möchte. Ich beeil mich. Okay, Baden geht da lang, dann sollten wir hier lang gehen. Ich hoffe, Baden schafft es da hinten, der ist schon so weit weg. So, gehen wir aber mal hier durch die. Oh Gott, hier ist ja ein Gripper mitten im Felsen. Okay, Baden kommt dann gerade zurück. Dann warten wir auch mal kurz. Ja, ich glaube, du bist Bombenzwerg, oder? Kirillin stirbt langsam. Ich nehme mal die Abkürzung hier runter. Habe ich auch was für Kirillin jetzt gleich? Dann versuche ich mal Kirillin hier zu finden. Ne, ich laufe hier raus. Das ist komplett der falsche Weg. Aber hier gibt es nochmal Münzen zu mitnehmen. Da wäre nochmal ein Dingstrank. Hier wäre eine Munition und Bombe. Bewege ich mich mal schnell zu Kirillin. Dann kann ich die heilen, wenn sie sich noch nicht selber heilt. Okay, das hat sich geklärt. So, alles besser als ausweichen. Ah, gucken wir, was wir bekommen. Oh, Angriffsgeschwindigkeit. Das ist echt nicht schlimm. Das ist echt nicht. Also echt nicht schlecht so. Ja, diese 5%, man denkt immer, das ist so wenig, aber wenn man dann nochmal auf dem Necklace 5% hat, ist man schon bei 10%. Und da kickt es dann richtig rein. Weil mit langsamen Waffen wie ein Beehender hier mit Victor zum Beispiel. Der ist blöde. Ich würde gerne Sienna den Trank hier geben. Und ich würde gerne nach da hinten gehen. Und das mache ich jetzt mal ganz schnell. Ich möchte nämlich hier mal gucken, ob ich hier noch irgendwas zum Mitnehmen finde. Die Kiste wird wahrscheinlich gleich hinten sein.
So, ich presse hier mal kurz durch. Jawohl, hat sich gelohnt. Okay, ich komme zu euch, keine Sorge. Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Okay, ich komme nochmal kurz mit wegen dem Medikit hinten. Ja, wir müssen aber dann auch jetzt mal hier hinter. Gut, dass mein Ding jetzt schon wieder aktiv ist. Oh Gott, es hat gar nicht geholfen. Nee, ich heb mir Bombe auf. Oh, sorry. Ich muss aufpassen hier wegen den Kleinen. Oh, nice. Wie der einfach mein Schwert hier blockt. Ich würde gerne Trank geben, aber du hast noch Heilung, okay. Ich mach das jetzt einfach. Die Welle wird nicht aufhören. Ah, ich muss ihn echt von hinten treffen. Aufpassen vor den Assassinen da. Ich würde gerne Zwerg noch mal einen Trank geben oder irgendjemanden. Nahkampf 50% Schaden. Gegner, nehmen wir das. Okay, ich habe den richtigen den Trank gegeben. Ah, Munition. Nehme ich gerne mit. Okay, ich denke, jeder war jetzt da und hat das genommen, was immer da ist. Ich hole nochmal die Münzen hier, die zwei. 28, ja, das war echt verbuggt gewesen in der also ich würde sagen die vorletzte Folge, aber die war ja noch, wo ich gedacht habe, dass es ein gutes Ende nimmt. Hm, ich nehme die Münzen mit. Gift Ale kann toll sein, aber meh. Ist gerade nichts für mich. So, Munition spare ich mal. Ich wünsche mir auch ein Zeichen, wie voll wir sind. So, wir haben ja eins hier von 29, eins ist geladen, 29 Reserve. Und ja, ich fände es mal interessant, wie viel, also wenn, also interessant, ich fände es cool, wenn auch da stehen würde, wie viel wir hätten insgesamt. 29 Forden und dann, was weiß ich, 30 sind es, glaube ich. Naja, ich hoffe, man versteht mich dabei. Hauptsache, oben war ein Countdown, dass wir noch nicht direkt abstimmen können. Genial. Zwietracht nehmen wir wahrscheinlich auch noch für den Zwerg. Hat letztes Mal auch gut geklappt mit der Bombe. Ja, der Zwerg und die Bombe sind echt ein gutes Paar. Muss man schon sagen. Ach, diese Ladezeiten, das ist echt schrecklich. Aber das hängt auch damit, also ich möchte dem Weltspiel jetzt nicht Schuld geben. Niemand kann was dafür, also dass man das vielleicht länger lädt. Aber das Spiel wartet ja auf die anderen Mitspieler. Deswegen dauert das so lange. Ich finde das Eis auch ziemlich cool hier mit dem Shader da, der da drauf liegt. Dass man da so halbwegs durchschauen kann. Ja, ich glaube, der hinter mir war noch am Leben. Oh, ich habe doch ja genau das hier. 50%, dass ich den daneben Schaden mache.
gibt es immer dieses... Ich sag mal, ich denke mal, das ist so ein Dorngeräusch, aber... Ich habe keinen Plan, wie ich das sonst nennen soll. So, die nehme ich noch mit, die Münzen. Ne, ich dachte, da wäre noch was im Fass gewesen, aber da war nichts. Okay, ich möchte mich nach hinten umgucken. Genau, da hinten waren wir auch noch nicht. So, vielleicht gibt es noch mal ein paar Münzen. Jawohl, hier nochmal. Wie viel? 30 Stück. Na. Kleines Reichtum. Kleiner Schatz hier. Genau, hier ist ein paar Mal Heilung und geteiltes Leben. Nehmen wir mal Heilung hier mit. Die Münzen hier natürlich auch noch. Ja, das Fass nehme ich auch mal mit, wenn gleich eine Welle kommt. Können wir das theoretisch sogar gut verwenden, wenn wir irgendwie einen Durchgang oder so damit eine Feuer blockieren. Zumindest ist das der Plan. Das Problem an meinem Plan ist gerade, die klappen nicht so gut. So, ich werf mal hier hoch. Okay, Zwerg guckt da hinten. Perfekt. Werft schon mal hier hin. Da hinten wir nochmal Münzen. Dann wäre Munition. Oh, gib mir einen Prophetenschlagtrank. Prophetenschlag ist, glaube ich, besser als Stärke. Als Zorn, meine ich. Aber es gab nur einen Zorntrank diesmal. Okay. Fässer. Fässer können wir hier gut nutzen, indem wir das hier hinsetzen. Und gleich hochjagen. Wenn es mal ein bisschen übler hier wird. Okay, den geht's da hinten ganz gut. Jawohl, fast geht hoch. Müssen die alle mal hier von der Seite schon mal kommen. Ich hab dich, Baden. Okay, Sian hat schon irgendwie eine bekommen. Perfekt. Und bei Kirillian da hinten macht auch irgendwo eine rum. Wollte ich es mal so gut das geht. Hauptsache, ich komme da nicht ran. Aufpassen hier. Links ist, glaube ich, auch irgendwas. Okay, bleiben wir direkt hier unten. Weil Sienna wird wahrscheinlich hier unten spawnen. Genau das meine ich damit. Kiste haben wir noch nicht. Ich spare mir den Trank für die Kiste auf. Oh Gott, habe ich ja eine Genauigkeit von einem verdammten... Von was denn überhaupt? Das war so gigantisch gewesen gerade. Wie viele das wieder waren. Was krass. Ja, Munition nehme ich doch schnell mit. Kann ich gut temporäres Leben machen. Und ich weiß nicht, ich fand es auch cool beim ersten Vermintide, wo das temporäre Leben noch auf den Waffen war. Ja, wie war das? 5% Chance von leichten Angriffen, dass du 10% temporäres Leben bekommst und so weiter und so fort. Und das gab es dann auch mit schweren Angriffen. Mit allen weiß ich sogar gar nicht. So, Schrein hole ich mir mal nicht. Wendigkeit nehme ich auf jeden Fall nicht mit. Das ist nichts für mich. Okay, die sind alle fertig. Die beiden gehen da lang. Vielleicht ist die Kiste auch da. Nö. Aber hier ist Munition. Ganz viel Cash.
to Sigmar's glorious coming. Monster! Ein verdammter Minotaur. Ich habe natürlich gar nicht getroffen. Das Gute dabei ist, dass wir einfach hier ein bisschen entspannen können, während wir gegen den Minotaur kämpfen. Der ist jetzt, wenn er alleine ist, nicht so schrecklich. Und weiter vorne gibt es dann auch schon den Schrein, da wo Krillin auch ungefähr liegt. Oder da hinten. So, gucken wir mal hier. Genau hier ist der Schrein. Dann holen wir mal Krillin schnell. Und ich treffe mal wieder gar nichts. So, hinstellen, dass mich der Assassine hier vielleicht nicht direkt trifft. Ich treffe von da hinten nicht wirklich was. Ich müsste mal wieder ein bisschen zu denen kommen. Lebensraum, okay. Naja, konnte ich den mal gut nutzen hier. Ich warte noch hier bis, bis ich die mache, bis die Welle hier vorbei ist. Deren Ping ist nicht... Okay, ich wollte sagen, nicht komplett schlecht, aber dann habe ich gesehen, dass der bei 129 oder so war. Ach, ich werde hier angeschossen von meinen Verbündeten. Kein Wunder, dass ich nichts treffe. Ich wünschte, es gäbe so einen Button, Achtung, Special. Die Hochrate da zum Beispiel. Okay, ich mach jetzt mal. Zilzerschmetter wollte ich sagen. Schildzerschmetterer. Ich muss schnell hin, damit ich den noch hier nutzen kann. Hat erstaunlich gut geklappt. Bla bla bla. Okay, Münzen haben die schon mitgenommen. Schnell hier irgendwas Sinnvolles rausziehen. Nach Abfeuern des letzten Schusses enthält Victor. Ja, toll, dankeschön. Jedes Mal, wenn ein bekomme ich 10% meine Fähigkeit. Wieso ist alles so wunderbar schön? Kacke. Ja, vielleicht gibt es jetzt gleich bei dem Schrein was Gutes. Ja, auf jeden Fall mal was Besonderes. So. Oh, Doppelshot wäre auch richtig geil. Würde ich auch lieben. Aber bisher habe ich noch nie mit Victor bekommen, dass ich hier zwei abschieße. Zwei Dings davon und wie viel? Drei? Oder vier beim Super, weil ich schieße ja schon zwei Kugeln ab mit dem, den ich ausgewählt habe. Naja, wird schon. Sehen wir gleich. Vielleicht gibt es das ja sogar. Jetzt am Schrein. Wäre zu einfach, wenn es jetzt am Schrein Doppelschuss geben würde. Oder ein extra Fernangriff pro Fernangriff. So ist es doch genau gesagt. You may find shrines along the path. Money oder Zwietracht wählt ihr? Okay, habe ich mir schon fast gedacht. Obwohl kritische Kraft oben auch geil wäre. Aber weil wir einen Zwerg haben, müssen wir das da nehmen für die Bombe. Für die Bombe. Angriffsgeschwindigkeit, töten als Wahnsinnsverringerung von einem Buff, der ist dreimal stark und dauert bis zum Ende der Mission oder bis zum Tod. Ah, danke schön. Oh. Zwei? Danach bin ich noch bei 200 Münzen. Ich brauche noch was für Rotes. Nee.
Wäre geil, aber das hier ist geil. 50%, dass ich den Effekt meines Trankes bekomme. Wenn ich meinen Super nutze. Das ist geil. Dann hole ich mir jetzt Prophetenschlag und dann die ganze Zeit meinen Super reinhalten. Das klingt gut. Ja, das, was Sienna gekauft hat, ich weiß. Ja, genau, ich fand es auch nicht so toll. Am Ende ist es cool, wenn man schon was Orangenes hat oder was im Rotes. Aber am Anfang wechseln wir die Waffen ja wahrscheinlich nochmal. Aber vielleicht hilft uns dieser 50% Power ja nochmal. Oh, ich habe gesagt, ich mache den Cut nach der Folge. Ja, ich mache den jetzt nach der Folge. Da wird mal die erste Folge ein bisschen länger und die zweite ein bisschen kürzer. Das ist auch mal ein bisschen abwechselnd. Oder vielleicht verlieren wir auch in der Folge. Wer weiß. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich bin guter Dinge, war ich auch schon bei der letzten Chaos Waste Expedition, die komplett in die Hose ging. Ja, bei irgendjemandem lädt das ziemlich lange. So, ich gucke mich mal um. Hinten gibt es Munition. Nehme ich mit, kann ich aber nicht mitnehmen. Gut. So, da gibt's einmal random. Oh, komm. Einmal random machen und dann. Und mich dann eher. 200 auf einmal? Waren die nicht 150 gewesen? Ich spare. Wie die Seile auch immer da oben an der Dings hängen. Wie ich gar nichts treffe. Bombe hier. Vielleicht ist ein Schrein hier unten. Ah, oh, jawohl. Hier, ist unten ist, hier unten ist ein Schrein. Ja gut, dann gucken wir mal, ob wir für den Zwerg Ammo bekommen. Okay, mal gucken. Schauen wir mal. Ich guck mal hier hoch. Okay, so viel dazu. Oh, nur normaler Chaosbrot, okay. Ich habe noch nicht mal einen Trank hier. Und ich habe natürlich gar nicht getroffen. Hat ja überhaupt nicht geklappt. So, ich hole Marciana so gut es geht. Oh, ich bin auch am Arsch. Oh, war ich nochmal so gierig, wollte noch angreifen. Dankeschön. Okay, Krillin, halt den. Und ich sag mal ja, oder? Oh, Stormfiend. Erbarmungslos Schildzerschmetterer. Der Boden ist Lava. Ich spring über die Geländer. Oh, nicht drinnen stehen bleiben. Ist nicht gut. Oh, es ist nicht mehr schildzerschmetterndes Feuer. Dankeschön. Ja, so viel dazu. Davor habe ich am meisten Angst, wenn man gegen Monster kämpft, dass sie sich so komplett umdrehen und dann so, ach ja, nom nom. Dich holen wir weg. Okay, ich gehe mal ganz schnell an den Schrein hier. Vielleicht lebe ich nicht mehr lange. Da wäre es ein bisschen besser, direkt zu nehmen. Wiederbelebung gibt uns beiden Gesundheitsregeneration. Und der Rest ist Müll. Okay, nehme ich das. Oh, da ist wieder Storm. Fiend hier im Weg. Stimmt, ich habe doch das Talent, dass ich hier mit ein paar Prozent, 50% Chance habe, dass ich hier den noch Schaden mache.
So, ich stelle mich irgendwo hin, wo ich nicht gerade gut weggepickt werde. Ich brauche irgendeinen Trank, Wendigkeit, okay, das vielleicht nicht. Und vielleicht einfach. Komm hier einfach Deckmonks runter. So, aufpassen, dass hier keiner Leiter steht. Es geht nie gut aus. Oh, sorry. Das war nicht meine Absicht. Grün? Oder orange? Nee, orange. Kritische Treffer bringen Gegner in der Nähe zu Banken. Das hatten wir doch schon mal. Ich hätte gerne einen Stärketrank. Tarnung besser als ausweichen. Perfekt. So, ich versuche mal irgendwo Heilung dann zu finden, so gut es geht. Oh, schade, war kein Kopftreffer. Geld spare ich für was Rotes. Sollte ich davon was bekommen mal? Ja, ja, ich weiß genau, was der vorhatte. Der wollte mir voll ins Gesicht springen. So, ich würde gerne einen Heilungstrank oder irgend sowas finden. Oder Stärke oder so Zeug. Oh, ja. Prophetenschlag, damit bin ich auch glücklich. Ja, er hat es auch. Den Trank auf dem Ultra. Aber mal gucken, vielleicht finden wir noch einen. Wir sollten noch einen davon finden. Irgendwann und irgendwo. Oh, verdammt, ich bin grau. Ich muss jetzt echt aufpassen. Oder Leute wiederbeleben. Muss halt hier hinten aufpassen. Dafür nehme ich mal das Fass, werf sie an den Baum. Versuche ich mal hier ein bisschen Tempo's Leben mit den Haupttreffern zu bekommen, aber ja, mehr als yay. Und jetzt kommen auch noch die dicken Bösen hier. Ah, jetzt sind Tempo's Leben, nice. Okay. Ah, das Fass geht auch hoch, schade. Ich würde sogar gleich die andere Seite laufen, wenn das Monster kommt. Oder versuchen wir es in die Lava jetzt zu schieben. Okay, jetzt kommt der böse Minotaur. Ich glaube von irgendwo da. Ich habe wieder jemanden getroffen, der vor mich gelaufen ist. Oh, jetzt habe ich auch noch meine Bombe geworfen. Toll. Naja, das Ding geht jetzt gleich auf. Ich gehe mal hier hoch. Auf die andere Seite. Vielleicht gibt es da noch was Schickes mitzunehmen. Jetzt da unten. Ich kann noch ein bisschen reinschießen. Und gefühlt gar nichts treffen.
Okay, jetzt gucke ich dann nochmal hier hinten kurz, ob es hier irgendwas gibt. Aber das sieht überhaupt nicht so aus. Oh, da war hier hinten schon jemand. Oh, kein Plan. Na, hier gibt es mal random gelbes Schwert. Also, random Waffenwechsel. Aber ja, da hinten ist nichts soweit. Beeile ich mich mal. Und nicht in die Lava springen, das wäre sinnvoll. Dieses Loch da ist mega übel. So. Jetzt bei Sienna bedanken, dass sie gewartet hat. Oh, da ist irgendwas. Zorn. Prophetenschlag. Wendigkeit. Wendigkeit bei allem Möglichen. Warum denn Wendigkeit? Das ist mit das Schlimmste, was man bekommen kann. Nur toll, um vor Monstern auszuweichen, um dann zu merken, oh, ich bin zu weit ausgewichen und hänge irgendwo. Aber komm schon, irgendwas Gutes. Ahnung, oh. Ich bin auf der Tranksuche. Auf der Prophetenschlag-Tranksuche am besten. Wie viel er ausgehalten hat. Oh, Medikit. Kann ich mich endlich mal heilen? Nee, das spare ich mir jetzt auf. Diese 5 Meter sollte ich theoretisch noch schaffen. Naja, unsichtbar werden ist vielleicht besser als gar nichts. Auf jeden Fall besser als das Ausweichen. Random Fernkampfwaffenwechsel. So. Oh, hier drin gibt es natürlich wieder Farbe. So, aber die Folge war jetzt lange. Dann machen wir jetzt hier den Cut auf der Map-Übersicht. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Und bis dahin wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Mal sehen, ob es nächstes Mal wieder so schön fällt wie letztes Mal. Aber ja, das werden wir dann sehen. Und bis dahin, tschüss, tschüss.